So, hallo und herzlich willkommen im Wald. Wir gehen eine Runde spazifizieren und spielen ein bisschen Wo ist Walter? Walter hat eine blaue Jacke an, also ich bin's nicht. Und Walter ist überhaupt kein Walter, aber jetzt müssen wir mal suchen, ob wir hier da hinten, hinter mir, irgendwo Walter entdecken können. Da ist Walter! Habt ihr Walter gesehen? Ich habe keine Ahnung, das ist die Action Cam. Die Action Cam hat ja keine eingebauten, keinen Monitor, also außer so ein kleines Display, wo die Funktionen jeweils angezeigt werden, aber was man filmt, weiß man immer nicht so genau. Deswegen hoffe ich, ihr habt Walter gesehen. So, und ansonsten, das hier ist der Buttert. Das ist jetzt nichts Neues, dass ich hier unterwegs bin. Aber ich dachte, das wäre eine gute Gelegenheit, um hier mal wieder unterwegs zu sein. Allein deswegen, weil, als ich das letzte Mal hier war und gefilmt habe, wollte das keiner sehen. Und ich bin heute noch sauer. Und deswegen gehen wir jetzt nochmal über den Buttert. Und diesmal filme ich wieder. Und diesmal gucken sich das gefälligst mindestens 400 Leute an, ja? Das ist eine sehr vorsichtige Schätzung inzwischen. Aber letztes Mal haben es wirklich erstaunlich wenig Leute sehen wollen. Und ja, das hat mich wirklich tief getroffen, ja? Das war schlimm. Also wer da mal schon Abonnent war und es nicht gesehen hat, der möge sich jetzt bitte mal an den Hut fassen. Walter! Mist. Schatz? Ist sie jetzt abgehauen? Ich geh mal gucken, ob ich sie finde. Ah ne, da ist sie. Jetzt. Nein. Ja. So. Und ja, also der Buttert, das ist so eine Felsenlandschaft. So ein bisschen wie die Sächsische Schweiz. Heißt die so? Ja, ich glaube, die heißt so. Also dieses Felsending da, dieses Elbsandsteingebirge, ne? Mit der Bastion oder so, wie das Ding heißt. Heißt das Bastion? Könnte auch Bastille heißen. Nee, Bastille war was anderes. Das ist da, glaube ich, in Frankreich. Walter muss sich verstecken. jedenfalls ist das hier so eine Felsenlandschaft. Schatz, da vorne sind drei Menschen auf einmal. Die sind jetzt hier aus dem gleichen Haushalt. Sie sehen irgendwie nicht so aus. Das ist ein Kind, come on. Ja, aber vielleicht ist es das Kind von jemand anders. Die haben beide einen roten Rucksack. Gleiche Familie. Na gut. Okay, dann haben sie mal Glück gehabt. Sie haben sich schon getrennt, seit sie uns gesichtet haben. Na dann, ich gehe da mal in die Felsen. Tschüss. Tschüss. Ja, wenn du willst, kannst du auch schon ein Stückchen weitergehen. Also eigentlich, ja, eigentlich darf ich hier nicht in die Felsen. Eigentlich. Aber ich riskiere jetzt einfach mal, dass man mich ganz böse verklagt, weil ich hier in die Felsen gegangen bin. Und genau, das riskiere ich jetzt einfach. Für euch bin ich nicht wagemutig, ich schicke euch dann den Strafzettel. Ja, nee, also hier die entsprechenden Felswände. Das ist schon eine sehr, sehr hübsche, sehr besondere Landschaft. Wir sind beide nicht in Form. Wir hocken viel zu Hause und essen viel. Und dementsprechend sind wir am Keuchen. Ne? Ja, der Buttert-Felsen. Also die Buttert-Felsen, das sind eigentlich ganz schön viele, werden heute etwas überlaufen sein. Mir egal. Ich mache heute mal den Deppenzepter führenden YouTube-Vollpfosten, der entsprechend dummes Zeug filmt. Zum Wohle der Menschheit allerdings in diesem Fall. Der deutsch sprechenden Menschheit, maximal der. Ja, ist ein Tannenbuchenwald obendrauf mit mal wieder zu kleinen Tannenanteil. Aber der Tannenanteil ist definitiv vorhanden. Der Buchenanteil ist logischerweise auch wieder vorhanden. Und das entspricht ungefähr der potenziell natürlichen Vegetation, die hier auch hergehört. Also ein Tannenbuchenwald, so ungefähr 50-50, würde ich sagen, in etwa. Ist auch schwierig, das genau sagen zu können. Und es ist ein kleines Gebiet, es ist genau genommen ein Bergrücken von der alten Hohen Baden, also auch benannt Altes Schloss, aus nach eben entsprechend rüber. Was heißt rüber? Nach Osten. Genau, nach Osten geht's. Und der komplette Bergrücken dieses besagten Berges hat an seiner Südseite eben diese Steinformationen, die wir jetzt hier
im Hintergrund erkennen können. Und das macht es zu einem wirklich ganz, ganz tollen Wandergebiet, zu einem schon langer Zeit unter Naturschutz stehenden Naturschutzgebiet. Und seit inzwischen um die 50 Jahre rum, vielleicht sind es auch erst 45, aber irgendwas so um den Dreh, ist es auch ein Bannwald. Das bedeutet, hier darf auch forstlich nichts mehr gemacht werden. Das ist schon nochmal ein Unterschied, ein Naturschutzgebiet. Da muss das geschützt werden, weshalb das Naturschutzgebiet Naturschutzgebiet ist. Sprich, wenn das zum Beispiel Naturschutzgebiet ist, weil da besonders viele Orchideen vorkommen, dann sind vor allen Dingen diese Orchideen Schutzgegenstand dieses Naturschutzgebietes. Und wenn man nebendran mal noch ein paar Bäumchen fällt, ohne die Orchideen zu gefährden, dann ist das noch möglich. Ja? Also die Forstwirtschaft muss da nicht komplett aussetzen. Aber wenn man dann halt eben hier jetzt in einem Bannwald irgendwas Forstliches machen würde, mit Ausnahme von den Wegefreiheiten, dann wäre das schon zu viel und das findet dann schon nicht mehr statt. Das ist also eine sehr sehr strenge Form des Naturschutzes und hier auch sehr angemessen, weil die Wälder hier um den Watter drumherum, um die Felsen drumherum, die sind mit das am nächsten dran an Urwald, was ich in der näheren Umgebung kenne. Für meinen persönlichen Geschmack, weil die Baumartenzusammensetzung halt auch richtig ist, ist dieser Bannwald Battertier sogar näher dran am Urwald als der komplette Nationalpark Schwarzwald. Weil ja überall die falsche Baumartenzusammensetzung steht. Ja, die mag teilweise sehr alt sein und auch älter als hier. Aber grundsätzlich falsche Artenzusammensetzung ist meiner Meinung nach unnatürlicher als ein junger Wald. Weil ein jüngerer Wald, der kann auch ein junger Urwald sein. Ein alter Wald muss nicht zwingend ein alter Urwald sein. Auch wenn man da schöne Strukturen drin hat und Ergebnisse, die sich nur in sehr lange unbewirtschafteten Wäldern einstellen können. Aber ja, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Ein Fichtenforst, selbst wenn der 150 Jahre lang aus der Nutzung raus ist, meinetwegen, dann bleibt es ein Fichtenforst, der sich dann in der Zusammenbruchphase befindet und alles. Aber er wird deswegen nicht zu einem Buchenwald oder zu einem Buchentannenwald. Das ist so der springende Punkt. Übrigens, ich drehe hier gleich zwei Folgen Script, weil es lohnt sich. Und ich muss ja nicht jedes Mal wieder so eine überlange Folge machen, wie jetzt das letzte Mal das Ding mit dem Schnitzen. Das hat sich sowieso keiner bis zum Ende angeguckt. Ja gut, bis auf so ein paar ganz, ganz hartgesottene, aber das muss ja nicht sein. Und deshalb heute auch eben mit der Actioncam, damit ich primär auch ein bisschen rumlaufen kann beim Erzählen und sich der Hintergrund eben entsprechend auch ein bisschen verändert. Und es gibt auch ein paar sehenswerte Landschaftsaufnahmen, wie ich hoffe. Ja, zumindest so ein bisschen. So, wo ist Walter? Ich sehe ihn nicht. Ja! Oh ja, hier geht's nach zum Pass von Zirid Ungul und Kankras Lauer da hinten. Pass die auf Treppe. Auf. Ja! Oh je. Ja, sind sie. So, nimmst du auf. Folgendes. Irgendwo hier oben, also mal abgesehen davon, dass hier ein bisschen windig ist, es tut mir leid, die Actioncam hat noch kein Windmikrofon, ich arbeite da noch dran. Das hat noch nicht so ganz funktioniert. Mein Haupt-Anti-Windmikrofon akzeptiert sie irgendwie nicht. Naja, das andere muss ich mal ausprobieren, habe ich aber jetzt nicht dabei. Jedenfalls soll sich hier oben irgendwo befinden eine geheimnisvolle Keltenschanze. Dass also die Kelten hier eine Viereckschanze gebaut haben. Und jedes Mal, wenn ich hier bin, suche ich die. Ich könnte in der Zwischenzeit Walter suchen. Bin mir gar nicht sicher, ob Walter gerade im Bild ist. Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt ist Walter hinterm Gebüsch. Und ja, bisher war es mir leider nicht vergönnt, die geheimnisvolle Kelten-Viereckschanze zu finden. Viereckschanzen sind dann wirklich von den Kelten. Alle anderen haben irgendwie nichts
Viereckiges gebaut. Diese Viereckform soll auch wahrscheinlich irgendwelche rituellen Gründe gehabt haben. Aber was ganz interessant ist, es gibt hier so ein paar Markierungsflöcke auf dem Boden und die weisen darauf hin, dass hier scheinbar ausgewiesen diese Struktur ist. Und diese Struktur ist ein seltsames Rechteck im Wald. Jetzt ist die Frage, ist das irgendwie der Überrest von einer Hütte? Ist das ein Fundament für einen Hochsitz, der hier mal stand? Ist das, ich habe keine Ahnung, wer mag, darf ein bisschen rumspekulieren. Oder ist es einfach eine mit fiesen, spitzen, tückischen, langen Speeren gespickte Fallgrube und wenn ich in die Mitte trete, falle ich rein und werde gefällt? Nein, das ist es nicht. Also, wie gesagt, nach wie vor war es mir nicht vergönnt, diese Keltenschanze hier jemals zu finden. Ich muss mal irgendwann den kompletten Bergrücken systematisch abgehen. Dass ich also wirklich 100 Meter vorgehe, 100 Meter links, 100 Meter zurück, 100 Meter rechts, 100 Meter links, 100 Meter zurück. Das ergibt keinen Sinn, aber irgendwie mit einem entsprechenden System. Oh, guck mal, da hinten, da könnte Walter sein. Schatz, hinterm Gebüsch sieht man dich nicht. Oh, hier noch ein seltsames Objekt. Da ist ein komischer Schlauch um den Baum. Warum zum Geier ist da ein komischer Schlauch um den Baum? Sehr mysteriös. Sehr, sehr mysteriös. Bestimmt eine Schlingenfalle. Nein, macht an der Stelle überhaupt keinen Sinn. Nö, also es ist mir wirklich vollkommen schleierhaft, was das hier soll. Rätsel im Walde und in der Finsternis. Walter versucht zu fliehen. Wie viele Runden laufen wir jetzt noch um den Busch? Es ist übrigens ein Ilex aquifolium, worum wir hier laufen. Aber das weiß Walter auch. So, Aussicht, folgendes. Ich muss noch zwei Schritte vor, dann können wir auch um den Fels drumherum. Ich mache mal den Fremdenführer. Also, das da hinten, das mit dem Turm, ich hoffe, man kann es sehen, das ist der Merkur. Das ist so der Hausberg von Baden-Baden. Wer hier mal ist, der kann auf jeden Fall da hoch. Das lohnt sich auch, ist wirklich eine schöne Aussicht. Es fährt da hoch die historische Merkurbergbahn. Das ist eine Zahnradbahn. Evelyn ist immer relativ, findet das mehr oder weniger lächerlich, weil die Schweiz ja voll mit Zahnradbahnen ist. Hier bei uns in Deutschland sind die dann doch, ich kann nicht meinen Deppenzepter nicht länger machen, irgendwie blockiert gerade mein Deppenzepter, egal. Jedenfalls in der Schweiz haben sie die Teile gefühlt überall. Bei uns in Deutschland sind Zahnradbahnen, denke ich, doch eher was Seltenes und was Besonderes. Und ist eine gemütliche, lustige Fahrt, kostet auch nicht viel Geld, also wirklich sehr preiswert. Dann kann man da auch den Turm da auch noch hochsteigen und hat wirklich dann einen tollen Rundumblick. Also das lohnt sich, wer sowieso zufällig mal in Baden-Baden ist. Der Merkur ist auch der höchste Berg der näheren Umgebung. Jetzt ist hier wieder Wind, ich hoffe, man versteht mich noch. So, dann haben wir hier vor uns jetzt Fels und dann kommt die Kante, an die traue ich mich nicht näher ran. Hä? Ach so. Ja, und jedenfalls, das ist alles Baden-Baden. Hier jetzt im Bild, gerade Bild Mitte, da hinten, das sind dann die entlegeneren Dörfer. Von daher ganz interessant, weil es um Baden-Baden drumherum ja den Panoramaweg gibt. Den bin ich auch schon mehrfach gelaufen. Und da läuft man also quasi einmal über die entlegenen Dörfer hinter den entlegenen Dörfern vorbei.
und macht eine komplette Runde um Baden-Baden. Das ist ein Weg von inzwischen 45 Kilometern. Einfach weil er halt viel hin und her, rauf und runter und so weiter geht, bis man die Stadt komplett umrundet hat. Das kann ich sehr empfehlen, lohnt sich. So, und dann haben wir die Stadt selber. Die lohnt sich durchaus auch. Die ist ja auch schon entsprechend ein bisschen älter, das gute Baden-Baden, mindestens 2000 Jährchen ungefähr. Und das heißt, da kann man also auch viel Historisches finden, viel Kulturelles finden. War ja auch lange Zeit die Sommerkulturhauptstadt Europas oder sogar die Sommerhauptstadt Europas angeblich. Es gab da mal so eine Phase, da hieß die so, da ist die High Society, entsprechend alle sind nach Baden-Baden gepilgert, um dort zu baden, zu flanieren und zu Lustwandeln. Also war mal wirklich sehr wichtig, ist auch heute noch eine durchaus interessante Stadt mit interessanten Preisen in verschiedenen Geschäften. Da fühlt sich Evelyn fast wie zu Hause, ist wie in der Schweiz. Ja, das da drüben, auch wieder mit dem Türmchen, das ist der Fremersberg. Der ist auch sehr beliebt bei Wanderern. Allerdings das Türmchen da drüben ist meistens. Jetzt kommt der Wind, scheiße. Und kein Aussichtspunkt. Ja. Und natürlich ist hier die Aussicht mit dem tollen Baum davor. Das ist übrigens eine Eiche, eine kleine. Ein sehr beliebtes Fotomotiv. Schatz, habe ich noch was vergessen? Oh, du hast ja einen Apfel. Mhm. Will ich ein Stück? Nein, danke. Könnte gesund sein. Mhm. Mit was anderes? Das ist ja Survival Food. Was ist das? Komm, put. Was ist das? Was ist das? Wenn man das im Frühjahr noch findet. Oh, nein, danke. Vielleicht ein bisschen zusätzliches Eiweiß. Hast du die jetzt gerade eingesammelt? Ja. Echt? Ja, die habe ich nicht seit Wochen in meiner Jacke rumtragen. Wow, das ist wirklich selten, dass man im Frühjahr noch Maroni findet. Naja, beide mit Wurm drin, aber... Ja gut, ne? Bitte aber, schön. Nee, lass mal. Nimm. Dann krieg ich Apfel. Ich geh mal weg. Oh, und übrigens, wir haben hier auch noch die Bergwachthütte. Das ist eine ganz große Besonderheit, dass wir hier wirklich aufgrund dessen, dass diese Felsen bei Kletterern extrem beliebt sind, wirklich eine auch besetzte, zumindest an Sonntagen, besetzte Bergwacht haben, die dann wirklich kommen und die Leute eben entsprechend retten, wenn sie nicht mehr anders zu retten sind. Ne? Also wenn ihnen nicht mehr zu helfen ist, dann werden sie gerettet, so rum. Die Hütte ist saugemütlich, da hat sogar Schlafmöglichkeiten drin, da haben so eine kleine Küche drin und so weiter. Leider kann man in den seltensten Fällen mal einen Blick rein erhaschen und man kommt da als Otto-Normalverbraucher auch sowieso nicht rein. Aber manchmal steht sie offen, dann kann man reingucken und sehen, wie saugemütlich die doch ist. Und, was ich auch so gerne mag, die steht da quasi wirklich auf dem äußersten Felsen, wie man hier jetzt hoffentlich so halbwegs sehen kann. Links geht's runter, rechts geht's gleich runter und hinten dran geht's auch nicht mehr sehr viel weiter, bevor es runter geht. Ja, und sogar noch mit einer historischen Notrufsäule. Ich habe mich nie getraut zu testen, ob die wohl noch funktioniert. Ja. Na, auch nicht so richtig, aber halt einfach mal Druck. So, hier ist er, der letzte Corona-freie Raum Deutschlands. Wenn also alles ganz schlimm wird, dann muss man nur da reinkriechen und da drin ist garantiert kein Corona. Also bis jetzt. Jetzt schon. war der Witz gut? Jetzt sieht man ja nicht, dass du das Gesicht verziehst. Ich verziehe das Gesicht und zucke mit den Schultern. Gut. Dann gehen wir halt nicht in die Corona-Höhle. Ich hatte die irgendwie größer in Erinnerung. Das
So ist ja nicht schon schlimm genug, dass ich einen Rucksack die ganze Zeit trage. Jetzt muss ich auch noch Ben hinterher filmen, wenn er davonläuft. Genau. Und den Walter spielen und ach. Genau. Aber wir könnten da durchgehen. Ich habe eine Idee. Ich gehe vor, du gehst hinterher. Mhm. Schatz, wenn du das Deppenzepter länger machst, dann hast du den Vorteil, dass du weniger mit der Kamera wackelst. Du hast es mir so in die Hand gedrückt. Ja, ist gut, dann machen wir halt so. Es gibt dann Found-Footage-Material. Hast du Found-Footage? Nee. Zum Pseudodokumentarfilm, bei dem irgendwas Schlimmes passiert und der ist quasi mit Wackelkamera und ganz miesen Aufnahmen gedreht, um dann so zu tun, als sei das echt existierendes Material, das man hinterher gefunden hat. Ne? Also nachdem alle tot sind, findet man dann die Kamera und da ist dann eben das Material drauf. Berühmtes Beispiel, Blair Witch Project. Ja, hübsch hier, ne? Ja, hübsch hier, gell? Aber es ist wirklich hübsch hier.